Stadtentwicklung ohne Gemeinwohl ist völlig absurd. Und gerade Berlin mit seiner Diversität braucht ein Gemeinwohl für einen ganz fairen Interessensausgleich zwischen den ganzen Bewohnern in unterschiedlichen Gruppen. Das ist wichtig für Berlin mit dieser heterogenen Struktur. Die Stadtentwicklung befasst sich ja mit dem Vergeben von Chancen. Räumlichen Chancen, sozialen Chancen, ökonomischen Chancen. Und es geht darum, dass diese Chancen so vergeben werden, dass sie diejenigen, die eben nicht die Macht haben, auch denen ermöglichen, Chancen zu ergreifen. Und da geht es dann natürlich um Gerechtigkeit. Zu mehr Gemeinwohl in Berlin kommen wir, wenn traditionelle Gruppen des Gemeinwohls einbezogen werden, also die Kirchen beispielsweise oder die freie Wohlfahrtspflege mit Diakonie und Caritas, Arbeiterwohlfahrt, Paritätischem Wohlfahrtsverband, Deutschem Roten Kreuz und Jüdischer Kultusgemeinde. Wir arbeiten traditionell mit Personengruppen für und mit, die zu kurz kommen in der Gesellschaft und die ihren Platz brauchen. Städte müssen für Bürger da sein, für die Menschen, und das Gemeinwohl will ja das Wohl des Einzelnen, aber auch von Bevölkerungsgruppen, das Wohl der Allgemeinheit. Und damit Städte eben zum Wohle seiner Bürger und Bürgerinnen sind, braucht es Anstrengung. Das kommt nicht von alleine, weil auch oftmals Einzelinteressen, auch oft wirtschaftliche Interessen, eben diesem Gemeinwohl entgegenstehen. Welche Akteure und welche Kooperationen sind gefragt? Das sind gefragt vor allem Kooperationen von nicht profitorientierten Unternehmen, die dem Gemeinwohl als solchem von vornherein verschrieben sind. Es gibt ja eine Vielzahl von Akteuren, die sozusagen nicht nur zur Maximierung ihres eigenen Nutzens, sondern auch zum Wohl der Stadt unterwegs sind. Und wenn wir über systematische politische Ansatzpunkte reden, dann ist natürlich die Frage, was für einen Wohnungsbau fördern wir, mit welchen Akteuren arbeiten wir zusammen, kommen wir zu Projekten, wo es auch zu echter Kooperation und Koproduktion kommt, im Sinne von gemeinsamen Interessen, also im Sinne des Gemeinwohls. Dafür brauchen wir natürlich ein breites Bündnis an ganz verschiedenen, vor allem auch zivilgesellschaftlichen Akteuren in dieser Stadt, die tatsächlich für das Gemeinwohl, für die Menschen sprechen. Berlin ist eine Mieterinnenstadt. Und das heißt, wir müssen gucken, dass wir von Seiten des Senates, von Seiten der Bezirke Raum schaffen für gemeinwohlorientierte Partner. Das sind natürlich zuallererst unsere großen Wohnungsbaugesellschaften, aber das sind natürlich auch Genossenschaften und andere, die sich dem Gemeinwohl verschrieben haben. Die müssen die Möglichkeit haben zu bauen. Damit verändert sich allmählich das Mischungsverhältnis zwischen privat- und gemeinwohlorientierten Eigentümern, und damit ist das gut für Mieterinnen und Mieter. Ich denke, im Sinne des Gemeinwohls ist es erforderlich, die Herausforderung möglichst umfassend zu ermitteln, zu analysieren im Hinblick auf ihre Wirkungszusammenhänge. Zentral ist natürlich auch in diesem gesamten Prozess die Akteure der Stadtentwicklung, insbesondere auch die Bürgerinnen und Bürger, intensiv mit einzubinden.